Hallihallo alle zusammen, wir sind wieder bei Diversity, die Nummer 16 mittlerweile schon. Und wir hängen hier an diesem doofen Rätsel dran und wissen nicht mehr, und die Liebe was kann übersetzen, die Frage ist. Ja, also feindliches Verhalten ist alles, was ich kenne. Und ja, das ist dem. Hey, I see. Feind. Feind. Also bei der Feind. Ankunft sozusagen. Bei der Ankunft spende ich irgendjemandem was, aber es versteht nicht, wer It's ist. It's. Ja. Wenn du ankommst, spendest du jemandem was? Ja, bestow heißt spenden jemandem was verleihen sozusagen, aber es ist halt nicht klar, wer It's ist. Hä? Du machst doch Klavierkühl, oder? Ja. Nein, warte mal. Pack mal alle nach oben und wir gehen jetzt durch zum Massenstrich. Ich glaube nicht, dass das nur einer ist. Ja. Also die Frage ist, ich bin gefährlich oder ich greife an oder was sonst? Feindliches Verhalten. Ja. Also, das ist ein Ghast. Die Pigments nicht. Enderman nur, wenn man sie anguckt. Lass das oben. Das. Blaze. Das. Wieso ist für dich... Siehst du? Wieso ist für dich ein Zombie und ein Skelett... Oder ein Skelett nicht feindselig? Das ist kein Skelett, das ist ein Totenkopf. Aber Skelette sind doch feindselig, oder? Ja, aber vielleicht ist das ein Totenkopf von dir. PvP oder so. Das weiß ist Eisli-Logik. Nein, Eisli-Logik. Ja, lass es. Ich hab. Keine Ahnung. Das passt. Das diskutiere ich schon lange nicht mehr. to the north, you will see. In den Norden werden. Also müssen wir gucken. Der Name wird dann zum Schlüssel sozusagen. Und was wir im Norden sehen, ist der Schlüssel für die Tür. F3 Norden, Süd, Norden. Das ist hier. Norden ist die Wand von den... Keiner fest was an. Never. Ja. My secret lies with the cows and the wheat. Mein Geheimnis liegt bei den Kühen und bei dem Weizen. Bei Essen zum Liebe machen. Vermehren. Dann sind es drei. Was? Warum tust du hin? Ach so. Ah, das ist der Tipp. 2, 8 4 breeding. Now there are 3. 2, 8, 4, 3. Ach so. Siehst du? Oh Gott. Party! Ja. Auch schade. YZ? Hm? Moment. Hm? Dachte ich mir auch gerade. Also die Rechnung ist ja kein Problem, aber dann kommt YZ. Ja, was ist denn XYZ? Alphabet. In Minecraft. Das Ende. Ach, die Koordinaten. Ja. Unsere Koordinaten. Ich möchte das aber ausrechnen jetzt. Ja, dann mach doch mal. Ja, ich bin ja dabei. Okay, bei Y müssen wir auf... Da bin ich richtig. Und da bei Z muss ich auf 33. Das ist diese Reihe. Und... Nimm einfach den Hebel. Nee, wir müssen die drei Hebel nehmen, wo jetzt vor uns stehen. Den da. Dann... Hast du X schon ausgerechnet? Nein, warte kurz. Ach so.
Nee, ich hätte jetzt ab die drei Hebel, wo X ist das und das und das und das, weißt du? Okay. Warte mal kurz, lass mich mal kurz machen. Ah, okay. Du weißt, was ich gerade meine. 7. Warte mal, da ist falsch. Wer hat den umgelegt? Der da war richtig. Ja, dann. Ja. Und. Und 21. Das müsste doch jetzt stimmen. Eigentlich müsste das stimmen. Meinst du richtige Reihenfolge? 7. Hey, das war eine gute Lösung. Warum ist das nicht richtig? Kann ich jetzt mal fertig mit rechnen? Anni? Aber minus 3592, das macht keinen Sinn. Nee, das macht gar keinen Sinn. Moment, was ist denn? 1 plus 4, 5 plus 8 sind 13, ne? Ja. Nö. Nee. Nee, das muss doch irgendeine richtige Lösung sein. Ich denke schon damit, das mit den Koordinaten, aber das war doch so richtig. Das sah so richtig aus. Ja, nein. Warte mal, mach's mal in der anderen Reihenfolge. Ja, warte mal. Ich hab den Fehler. Was denn? Ich bin jetzt 3 umgelegt. Ich habe auf die Koordinaten jetzt in der Klammer geguckt. Ja, ich nicht. Ach so. Ah. Okay, in der Klammer. Letztes Rätsel. Wahrscheinlich für Finding Transport is what you seek. Ja, Skelly läuft mal zurück. Was heißt das? Irgendwas dahinter ja, den Transport. Transport zu suchen ist das, was wir sozusagen wünschen. Was wir suchen, erreichen wollen. Ja, every beginning has an end, every end has an end. Transport ist offen! Transport ist offen! Und was ist da drin? Rätsel. Willkommen. Yay! Sehr Eisli, sehr Eisli. Ja, kann ich ja wieder übersehen hier. Ich bin zu dick. Das sagt man nicht. Ja, danke. Sperrt mich raus. Oh Gott. Ihr seid nicht mitgeportet worden, oder? Doch, wir sind hier unsichtbar. Ah, jetzt sehe ich euch. Okay, gut. Ich stelle mich in die Ecke und weine. Okay. Außen ist... Hier sind Druckplatten. Wow. Wow. Hey. Wow. So muss das Muster sein. Gelb. Warte mal, das aufschreiben. Gelb, orange. Ey, das ist genauso so wie unser Anfangsmuster. Wir müssen das so machen, wie es unser Anfangsmuster war. Das könnt ihr machen. Ich kann die überhaupt nicht. Nein, ich finde das gut. Oh, ich liebe sowas. Warte mal. Ich glaube... Okay, die erste Reihe muss gelb, orange, lila sein, gell? Darf ich so ein Puzzle echt vorsetzen? Ich kann da stundenlang dran sitzen, weil ich so doof für so einen Scheiß bin. Gelb, orange, lila. Gelb, orange, lila. Gelb runter. Dann kann ich... Braun rüberziehen und orange hochholen. Hoch. Orange hochholen. Nein, das sind doch Sticky Pistons.
Ich brauche aber zuerst eine Lücke bei. Ich brauche erst eine Lücke für Gelb. Dann muss ich das einmal drehen komplett. Ich stelle mich hier in die Ecke und ja. Beine. Gelb, Orange, Lila. Ich könnte das mit Kaiskin sehr gut, aber jetzt vorbei. Kriege ich das Gelb irgendwie da in die Mitte? Nee, gell? Doch, jetzt hat. Sehr schön. Blau hoch. Dann einmal grün drücken, einmal gelb drücken. Nee, lila drücken. Gelb. Dann einmal grün drücken. Oder orange. Ist am besten. Dann einmal. Nochmal orange, schaden genommen. Ja. Dann einmal lila. Dann ist die erste Reihe schon mal komplett. So. Dann die zweite Reihe ist braun-weiß. Und was war das? Dunkelgrün. Braun, ja. Weiß, dunkelgrün. Das dunkelgrüne muss ich da rüber kriegen, dann das da. Okay. Nein, das kriegen wir hin. Holen wir wieder hoch. So, einmal rüber. Einmal hoch. Einmal den holen. Einmal gelb. Nochmal gelb. Gelb. Hellgrün, wo muss denn das hin? Da unten. Das muss da hin. Und blau muss da hin. Ja. Dann lila. Ja. Dann. Wieder orange. Ja, lila. Orange. Lila. Mhm. Hellgrün. Ja. Ja, hellgrün. Hallo. Ja. Und jetzt hat blau. Jetzt sind die beiden unten nicht falsch rum. Tada! Ich sag doch, ich liebe solche Schieberätsel. Hey, wir haben es geschafft. Gut, wir weg damit. Wer hat die Wolle? Hat keiner. Scully, hast du die Wolle? Ah, gut. Du hast nichts gesagt, ich war schockiert. So, das nächste wäre Labyrinth, was wir machen, aber das fangen wir in der nächsten Folge an. Deswegen lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.